Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt in Sinking Country. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge Fanbock gesagt, ne? Aber egal, jetzt Sinking Country mit den Fraktionsmissionen Unterstützung am Boden, den Munitionslaster zerstören und mobile Bedrohungen das Fahrzeug zerstören. Also zwei Zerstörungsmissionen, eine 1,6 Kilometer entfernt, eine knapp 800. Ich habe mir hier am Biwak eben mal einen Heli angefordert. Da steht er. Alles gut hier? Ja, gut. Fahrer. So, erstmal zum 800er. Was auch immer das ist, das werden wir dann sehen, wenn wir dort sind. Oh Gott, warum ist denn die Kamera auf rückwärts gerichtet, wenn ich gerade erst einsteige? Das ergibt doch keinen Sinn. Das hier war das 800er mal gewesen. So, was haben wir hier? Ich lande mal dort. Versuch mal extra sanft, sanft zu landen. So, weiter runter geht nicht. Gut. Der Heli ist noch sauber. Wunderbar. Was machst du denn da? Geh zum Zirkus, Mann. Ich habe eine Idee. Kann ich mit dem jetzt wegfahren? Oh, schade. Ah, ich kann mal mit dem reden. Greetings, stranger. Während ich auf dem Lagerfeuer stehe. Yes, I know where you'll find it. Thanks a million. Und direkt eine Wassermelone geklaut. Ich höre eine Azrael. Es bleibt doch. Warum steht er denn wieder auf? Leg dich hin, Mann. Ist da oben irgendwo? Ich sehe sie nicht. Ah, da ist er. Die eichgefickten Drohnen. So, schauen wir mal, wo es hier was gibt. Was Böses. We came here to escape the world. Now look at us. Yeah, the world came to us. We should have known when that billionaire moved in. Blighting the landscape with factories. World 2.0, my ass. What do you gotta do just to live in World 1.0? Scale's bad, but now... those seem like the good old days. We didn't have a private militia up our ass. Warum sowas in der Zeitung steht, weiß ich zwar nicht, aber... Hey, da vorne gibt es eine Kiste. Ist das ein Bunker? Nee, irgendwie abgeworfene Fracht oder so. Also dieser ganze Suchkram, ich finde das schon cool. Es macht mir Spaß. Aber es ist halt nicht mehr so das Ghost Recon-Feeling. Wie es bei Wildlands war. Gut, Wildlands war auch schon kein Ghost Recon Feeling mehr, so wie es vorher war. Aber... naja. Solange es Spaß macht. Du bleibst hier, Mann! So, und der haut ab. Lass mich in Ruhe. Ich muss deinen... Der hat aber gar nichts fallen lassen, ne? Doch, hat er. Wollte gerade sagen. Wäre ein bisschen komisch. Hätte ja auch sein können, dass man verhören muss, damit man die Sachen kriegt.
Scorpion Evo, also eine MP. Will keine MP. Untersuchen. Russellhof. Nach und nach die ganze Karte aufgedeckt. Wir haben wir noch C4? Ja, drei Stück. Wunderbar. Das Fahrzeug zerstören. Boom. Ja. Ich sag mal ja. Das hat ja jetzt nicht keinen Spaß gemacht. Keine Meinung hätte, glaube ich, eher gepasst. Yay, neuer Kampfrang. Wann schalten wir denn wieder was frei? Ah, guck mal, wir haben schon ein paar Sachen freigeschaltet. Eine Sonnenbrille und eine Baseball-Bemalung. Das Messer sieht cool aus. Das Motorrad auch. Mit den Fraktionsmissionen, also das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wie ein Battle Pass. So ein bisschen. Tierisches Protein. Ist das nur der eine? Nein. Die Animation ist ein bisschen falsch rum. So. Nun. Ich hätte jetzt gedacht, dass... Oh nein. Schon wieder ein Heli. Wo haben wir denn unseren Heli geparkt? Nur mal aus Interesse. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe unseren Heli verloren. Eben wusste ich es noch, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Irgendwo am Strand. Keine Ahnung mehr wo. Der ist weg. Wo ist der Heli? War der da? Nein, da nicht, ne? Ich hätte mir merken sollen, wo ich den Heli geparkt habe. Da vorne. Jetzt sehe ich ihn auf der Minimap. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssten jetzt die 2 Kilometer anders traversieren. Scheiß auf die Erschöpfung. Renn, Mann, renn. So. Wow, ich hab's geschafft, den Fahrersitz zu treffen. So fliegen wir jetzt. Das ist Krebsflug. Seitwärtsflug, Krebsflug. Also da vorne müssen wir dann den Munitionslaster zerstören. Das da sieht aus wie ein Gefängnis da unten. Yeah, ich hab's immer noch drauf. Ich hab's einfach immer noch drauf. Sehr schön. Drei Stück, vier Stück, okay. Oh!
Wenn ich es abgestochen hätte, hätten sie es gemerkt. Oh, jetzt haben sie es doch gemerkt. Sie haben Schritte gehört, okay. Dreht er sich nochmal um oder bleibt er jetzt für immer da? Nee, gut. Nein, er geht zu schnell. Nicht so schnell gehen. Oh je, na toll. Helm. Hat er was Besonderes, der Helm? Nö. Aber hier gibt's noch Infos. Schon wieder ein Behemoth-Verteidigungsgebiet. Ah, ich freue mich schon auf die Behemoth-Videos. Ja, war ganz lustig. Aber nicht wegen der Mission selbst, sondern mehr wegen dem, was ich draus gemacht habe. Ist unser Heli natürlich weg. Oh, eine Saske. Nee, eine AK. Ist das eine AK? Die sind halt so schlecht. Das ist... Ich verstehe nicht, warum die einen Gearscore von 22 hat, wenn sie in allen, fast allen Belangen schlechter ist als unsere. Die 12 Gearscores weniger hat. Das Einzige, wo die hier besser ist, ist die Reichweite und die Durchdringung. Ansonsten ist alles schlechter. Das Kaliber ist gleich, Nachladen ist langsamer, die Magazingröße ist gleich, die Schussrate ist langsamer, der Schaden ist eins weniger und alles andere ist auch eins weniger. Ich verstehe es nicht. Aber kann mir im Grunde auch egal sein. Gut, das waren hier auf Sinking Country alle Fraktionsmissionen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Fanbock bei den Fraktionsmissionen. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.